Ich glaube, es geht nicht mehr besser. Ich glaube, es haben wir uns alle gewünscht schon vor dem Turnier, dass man im Finale steht und jetzt auch gegen England. Da wird, glaube ich, das ganze Stadion gegen einen sein und die Atmosphäre wird man einfach aufnehmen und ummünzen in Energie. Und dann versuchen wir einfach, die Intensität wieder hochzufahren, so wie wir es in den letzten Spielen gemacht haben und einfach alles wieder reinzuschmeißen. Ja, wir wussten vorher, dass kleine Details entscheidend sein werden, gerade in diesem Spiel gegen so eine Mannschaft. Frankreich hat einfach extrem gute Flügelspielerinnen und auch eine extrem schnelle Mannschaft vorne. Und mit Wendy Renard natürlich auch hinten jemand, der mit jeder Ecke oder mit jedem Freistoß da auch durchaus torgefährlich sein kann. Aber wir haben es einfach extrem gut verteidigt und auch Wendy Renard gut verteidigt. Deswegen haben wir heute verdient gewonnen und ich glaube, wir hatten auch mehr Spielanteile, gerade auch in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir uns ein bisschen hinten reindrücken lassen, kurzfristig, aber auch das gehört dazu gegen so eine Mannschaft und ich glaube, wir haben heute verdient gewonnen. Ja, langsam gehen mir die Worte aus, um sie zu beschreiben. Also sie ist ein absolutes Biest vorne und sie ist einfach extrem wichtig für die Mannschaft. Sie ist einfach der Leader, den die Mannschaft braucht, aber das war sie auch schon, als sie noch auf der Bank saß. Sie war immer da und jetzt, dadurch, dass sie spielt, gibt sie einfach der Mannschaft unheimlich viele Laufwege, viele Bälle, die sie festmacht und dann natürlich auch die zwei Tore. Nee, ich glaube, hätte man das vor dem Turnier, die Konstellation so vorhergesagt, dann hätten das alle so unterschrieben, hätte man nicht besser haben können. Wir sind überglücklich und freuen uns auf das Spiel. Nee, ich denke, mit dem Titel und mit dem Pokal dann am Ende lässt es sich noch ein bisschen besser feiern, aber die Stimmung ist auf jeden Fall sehr gut. Es ist unglaublich, was Poppy hier abreißt, ist echt nicht in Worte zu fassen. Sie reißt einfach die komplette Mannschaft mit ihrer Euphorie und mit ihrem unglaublichen Willen, diese Tore zu machen. Arbeitet und ackert unglaublich viel für die Mannschaft und das ist einfach nur ansteckend. Ja, ist in dem Moment natürlich unglücklich, aber lässt sich dann schwer vermeiden. Also ich versuche irgendwie an den Schuss ranzukommen und wäre auch dran gewesen, wenn er aufs Tor kommt. Dass er jetzt so unglücklich vom Pfosten gegen meinen Rücken springt, ist natürlich Pech, aber wüsste ich jetzt auch nicht im Moment, was ich da anders machen sollte. Wir haben gewonnen, das ist alles, was zählt. Wir haben in der Halbzeitpause gesagt, dass wir genau so weitermachen wie in der ersten Halbzeit auch. Wir sind damit gut gefahren, standen hinten stabil, haben unsere Torchancen kreiert. Von daher haben wir gesagt, wir machen genauso weiter wie bisher und ändern nicht groß was.